Guten Morgen, meine Damen, meine Herren. Guten Morgen, Gabriele. Guten Morgen, Patrick. Ich begrüße Sie zur ersten Digitalpräsentation des Perspektive OWID ESG Equity Fonds. Ich muss immer ein bisschen hingucken, weil ESG ist ja ab 1. Juli neu eingepflegt. Wir unterstreichen damit und wir müssen unterstreichen, dass dieser globale Aktienfonds ein nachhaltiger Aktienfonds ist. Ich hoffe, Sie haben alle ein gutes Bild. Ich hoffe, Sie haben alle gut geschlafen. Ich hoffe, Sie haben alle einen starken Kaffee oder einen guten Tee getrunken. Für die nächsten 60 Minuten mit Aufmerksamkeit ausgestattet. Und ich möchte Ihnen ganz, ganz kurz ein paar technische Dinge sagen. Das eine ist, Sie finden, wie bei Zoom mittlerweile schon gewohnt, eine Chat-Funktion. Dort können Sie Ihre Fragen einstellen. Wir werden im Anschluss an die Präsentation eine Q&A, eine Fragen- und Antwort-Session haben und dort auf Ihre Fragen eingehen, Nummer eins. Nummer zwei, Sie erhalten, wenn Sie sich angemeldet haben, und das haben Sie ja, denn Sie sind ja dabei, spätestens bis morgen Mittag einen Link mit der Aufzeichnung dieser Veranstaltung und natürlich auch dann das entsprechende PDF der Präsentation dazu. Lassen Sie uns anfangen. Regie, wunderbar, es klappt. Heute mit eigenem Regisseur hinten in einem Raum, können Sie nicht sehen. Also Technik im Rahmen der VUV-Akademie und deren Räumlichkeiten befinden wir uns, ist wiederum 1A. Meine Hochachtung für diese Ausstattung. Nachhaltigkeit zwischen Leidenschaft und EU-Regulierung ist der erste Abschnitt, dem ersten Abschnitt gewidmet. Und ich glaube, dass die beiden links neben mir sitzenden Herrschaften das Thema der Leidenschaft sehr gut darstellen können und vor allen Dingen dann auch, muss ich schon fast sagen, leider das leidige Thema der EU-Regulierung. Aber was zeichnet eigentlich den abgekürzt Poet aus? Wir haben 2016 zusammengesessen, wir haben 2017 im Februar das Baby aus der Taufe gehoben. Da war vom Thema Nachhaltigkeit in Deutschland noch relativ wenig die Rede. Und die Idee war und bleibt, anhand eines bestimmten Rahmens einen globalen Aktienfonds zu managen, der sich erstmal an 6 der UN-Nachhaltigkeitskriterien orientiert, wobei ein Kriterium jetzt ausgewechselt worden ist, die Bildung ist herausgenommen worden und dafür ist Carbon Reduction eingewechselt worden, aber Frau Hartmann wird nachher noch mehr dazu sagen. Der zweite Rahmenpunkt ist, dass wir natürlich nach ESG-Kriterien die einzelnen Unternehmen analysieren. Wichtig ist mir, darauf hinzuweisen, es gibt eine Ausschlusskriterienliste, die uns unterscheidet von anderen sogenannten Nachhaltigkeitsfonds, weil sie wesentlich umfangreicher ist. Und dann kommen wir zum klassischen aktiven Fondsmanagement, welches dieser Fonds auch auszeichnet, als dass wir ein konzentriertes Portfolio von ungefähr 30 bis 50 Unternehmen haben. Mehr sollen es auch nicht werden. Es ist ein All-Cap-Portfolio. Monatsberichte zeigen auf, wie viel Small, Mid und All-Caps enthalten sind. Er thesauriert, er ist defensiv. Und wir haben eine Vorgabe, ich sag mal, gebaut oder entwickelt, dass er doch, wenn irgendwie es geht, und das schafft er auch, nicht mehr als 10% Volatilität hat. Also ein defensives Instrument. Er ist heute nach Offenlegungsverordnung Artikel 8, da werden wir nachher wesentlich mehr drüber hören, warum bisher nur 8, kommt dann eine 9 hinzu, welche Schwierigkeiten haben wir und das hier auch mit dargestellt. Was er die letzten 4 Jahre schon bewiesen hat, meine Damen, meine Herren, wir nehmen Upsides mit, aber wir schützen uns in Downsides. Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Sache ist, wenn man aus einer Vermögensverwalter-Sicht heraus guckt, dass Kapitalerhalt in diesen volatilen Zeiten, die wir haben, immer wichtiger wird. Nachhaltigkeit, Flexibilität, Qualität, das sind im Endeffekt die Punkte. Wir spielen einen Multithemenansatz. Wir haben die Small Caps begrenzt auf 30%, um da auch eine klare Vorgabe Ihnen zu geben. Daran können Sie uns bewerten. Liegen wir in dem Rahmen, den wir uns selber gegeben haben. Geringe Volatilität habe ich angesprochen. Und obwohl es nicht im Vordergrund steht, werden natürlich auch Werte sich angeguckt, was für eine Dividende diese eigentlich liefern. Aber das soll die lange Vorrede sein. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und freue mich jetzt vor allen Dingen, hier dieses Mikrofon und alle anderen technischen Instrumentarien an Frau Hartmann zu übergeben.
Gabi, it's your turn. Tja. Ja, vielen Dank, lieber Rainer, für die einleitenden Worte und für die Begrüßung. Und auch bei Ihnen zu Hause einen schönen guten Morgen hier aus dem sonnigen Frankfurt. Nachhaltigkeit ist in aller Munde und Nachhaltigkeit ist im Moment der Zeitgeist. Und ich denke, in den letzten Jahren sind nachhaltige Investments um 35% gestiegen hier in Deutschland und das übersteigt traditionelle Geldanlagen um ein Vielfaches. Und damit haben wir natürlich Rahmenbedingungen, wo wir uns heute auch dazu äußern werden und wo die spannenden Fragen sind, was bedeutet es, 13 Jahre Erfahrung bei nachhaltigen Geldanlagen zu haben und welche Prozesse verändern wir, wie gehen wir mit der EU-Regulierung an als eine Boutique, die schon lange in diesem Bereich tätig ist und das möchten wir heute Ihnen zu Hause ein bisschen erläutern. Und wir haben aber auch als Einstieg, so wie Sie das auch klassisch von Nachhaltigkeitsberichten kennen, Kinderbilder, das sind unsere Kinder. Und links oben der Blondschopf, mein Sohn, der Nick, bei der Einschulung. Und unsere Kinder, glaube ich, geben uns auch immer wieder den Antrieb und so ein bisschen das Zeichen, dass wir die intergenerative Gerechtigkeit nicht aus den Augen verlieren und auch beim Investieren im Fokus steht. Genau, wir werden einen ganz kurzen Überblick haben. Ich habe es Ihnen gerade skizziert, welche Prozesse wir intern verbessern, wo wir stehen. Und dann werden wir auch gleich auf die EU-Regulierung eingehen. Der Rainer hat schon eingangs erwähnt, 2017 haben wir den Perspektive Ovid Equity aufgelegt und damals mit dem Kreis der 17 bunten Bilder. Und das war Cutting Edge, das ist Cutting Edge. Also das war 2017 nicht der Standard. Jetzt sind Sie alle mit den 17 Zielen vertraut und wahrscheinlich auch schon ein bisschen eingeübt in die Themen. Ja, wir haben dann in den folgenden Jahren unsere ESG-Ressourcen ausgebaut. Wir haben immer eigene ESG-Analysen zu den Unternehmen gemacht. Wir haben 2020 auch einen eigenen ESG-Score entwickelt. Und dann auch die Wende mit der Regulierung zum Jahreswechsel haben wir auch einen externen Anbieter die Daten mit einbezogen, beziehungsweise arbeiten eben auch mit ISS ÖKOM zusammen. Und hier vor allem auch für den Punkt der Impact-Messung, das heute auch ein Thema sein wird. Seit 10. März 2021 sind wir als Artikel 8 SFDR klassifiziert. Und ganz aktuell nehmen wir eben auch Impact-Daten mit auf, sodass wir ein Impact-Fonds sind. Und die kleine Änderung, wir haben Climate Action, Ziel 13, Maßnahmen zum Klimaschutz, neu mit aufgenommen. Ja, ich habe es angedeutet, es wird heute ein bisschen rechtlich, keine Rechtsanwaltsveranstaltung, keine Sorge. Beginnen wir lieber noch mit einem Cartoon. Nachhaltigkeit war nie einfach und jetzt ist es so, mit dem Cartoon schicken Sie es doch nochmal an die Regulierung oder an das Legal Department zurück und machen Sie es bitte noch ein Stückchen komplizierter. Sie sollten ein paar Begriffe kennen und sich auch in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren damit einüben. Das ist zum einen natürlich die Offenlegungsverordnung, mit der sind Sie seit 10. März ja selbst höchstwahrscheinlich auch konfrontiert. Und vielleicht auch hier wichtig, manchmal spricht man von Offenlegungsverordnung, manchmal spricht man auf Englisch von SFDR. Es ist das Gleiche gemeint, das ist wichtig. Dann sollten wir von der EU-Taxonomie gehört haben, die 6 Umweltziele benennt. Die ersten 2 sind nun auch detaillierter ausgeführt. Die weiteren werden folgen, auch mit delegierten Rechtsakten. Und dann sollten Sie auch den Begriff ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit kennen, dass sich das auf die EU-Taxonomie konzentriert. Schauen wir uns als nächstes an, was waren eigentlich die Gründe, warum die EU-Verordnung gekommen ist. Und das sehen Sie auf Ihren Folien links, ein paar Gründe aufgezeigt. Es ist so, dass Nachhaltigkeit nie einheitlich definiert war. Das war, wenn man so will, ein Malus der Branche. Und
Deshalb war auch immer das Thema Greenwashing im Vordergrund, dass man eben sich nicht ein grünes Label ansteckt, wenn dann letzten Endes nichts dahinter steckt. Auch ein Grund, dass Umweltrisiken oft nicht ausreichend berücksichtigt worden sind. Zu wenig Information, zu wenig Transparenz wurde auch der Nachhaltigkeitsszene vorgeworfen. Und auch, dass man gesagt hat, Nachhaltigkeitsfaktoren werden oft unterschätzt. Sie kennen Studien, die belegen, dass Nachhaltigkeitsfaktoren ein Qualitätsmerkmal sind. Aber man will eben jetzt auch hier die Verbreiterungen. Wichtig, die EU-Offenlegungsverordnung wird in mehreren Schritten angewendet. 10. März war der erste Start und es geht dann weiter mit dem 1. Januar 2022. Was ist das Ergebnis? Sehen Sie rechts, und das ist auch vor allem das Thema heute unserer Veranstaltung. Man will die Investmentprodukte kategorisieren und es gibt im Wesentlichen drei Kategorien, Artikel 6, Artikel 8 und Artikel 9 SFDR. Und das soll heute das Thema unserer gemeinsamen Stunde sein. Und gerade genannt Artikel 6, Artikel 8, Artikel 9, Sie haben es gehört, wir sind im Moment Artikel 8. Was ist denn der Unterschied zu Artikel 9? Und hier möchte ich vor allem auf einen Punkt eingehen. Der Artikel 8 Fonds sagt, er berücksichtigt Nachhaltigkeit, es ist aber nicht der Kernbestandteil des Fonds. Das hat durchaus Auswirkungen auch auf die Anlagegrenzen, die im Moment bei 51% gezogen sind. Das wird sich wahrscheinlich noch ändern. Es ist sehr vieles in dem ganzen Thema EU-Regulierung noch mit Fragezeichen verbunden. Wir haben wirklich erst den ersten Schritt gemacht mit dem 10. März und das wird uns die nächsten Jahre noch begleiten. Genau, Artikel 8, Nachhaltigkeit ist, wird berücksichtigt, ist aber nicht der Kernbestandteil. Und im Gegensatz dazu, Artikel 9, Nachhaltigkeit ist Kernbestandteil des Fonds. Das würde die Auswirkungen haben, dass es keine Schmuddelquote gibt, dass 90% wahrscheinlich taxonomiekonform umgesetzt werden müssen. Und vor allem ganz wichtig, das haben Sie hier rechts auch unterstrichen, es soll messbare Indikatoren geben und ein Umweltziel oder ein soziales Ziel im Vordergrund stehen. Das sind soweit für den Einstieg die ersten wesentlichen Unterschiede. Und hier möchte ich auch gleich auf das Thema in der Praxis kommen. Wo stehen wir jetzt gerade? Also Artikel 9 besagt, Nachhaltigkeit ist Kernbestandteil des Fonds hinsichtlich der Anlagegrenzen. Das leben wir im Fonds auch so, so managen wir den Fonds auch, also nicht mit einer Schmuddelquote, sondern die Kriterien, die wir haben, die setzen wir vollumfänglich um und machen da auch keine Ausnahmen. Insofern würden wir sagen, nach unserer Interpretation, Nachhaltigkeit ist Kernbestandteil des Fonds. Jetzt kommen wir zum ganz wichtigen Punkt. Artikel 9 besagt, dass wirtschaftliche Tätigkeit einem Umweltziel zuzuordnen ist. Ja, und Sie haben das eingangs vom Rainer Fritsche gehört, wir sind ein Multithemenfonds, Sie haben das von mir bestätigt bekommen. Das ist uns auch unglaublich wichtig, dass wir mehrere Themen angehen. Und gerade da haben wir eine Divergenz. Also wir haben 6 Nachhaltigkeitsziele, die wir Ihnen auch kurz vorgestellt haben. Und wie gehen wir hier weiter vor? Wir nehmen für die 6 UN-Nachhaltigkeitsziele Impact-Daten, greifen hier auf einen externen Anbieter zurück. Der hat 120 Datenpunkte zu jedem Unternehmen. Das sind die Kategorien Produkte und Dienstleistungen. Der Leistungsprozess wird angeschaut und natürlich auch Kontroversen. Und so messen wir das aktuell. Jetzt erlaube ich mir 13 Jahre Nachhaltigkeit auch vielleicht so die gängigen Diskussionslinien mal kurz zu verlassen und auch mal zu sagen, was läuft da mit der EU-Regulierung gerade schief? Und ich habe es mal auch beschrieben mit Leidenschaft, die Leidenschaft, das ist definitiv so. Und ich zitiere von der BaFin selbst, von den sogenannten Perspektiven aus dem Jahr 2019. Die BaFin sagt, im weltweiten Vergleich ist der europäische Sektor schon heute das Finanzsystem mit den stärksten Regulierungen. Na bitte, da haben wir es. Das zeigt sich sowohl im Volumen der entsprechenden Regelungen als auch in ihrer Detailschärfe. Zitat BaFin, und es geht noch weiter. Eine noch komplexere Regulierung aufgrund der Nachhaltigkeitsthematik
wäre aber nicht nur der Funktionsweise des Finanzsystems abträglich, sondern womöglich auch nicht zielführend. Ich glaube, dem muss ich nichts hinzufügen. Von unserer Seite her, was uns ja gerade beschäftigt, Artikel 8, Artikel 9 SFDR, die Holpersteine sind, dass es noch nicht geklärt ist, wo ist genau die Abgrenzung, wie wird es umgesetzt. Und es zeigt sich insbesondere, das wird auch Ihre Erfahrung sein, je nachdem Vermögensverwalter, Dachfondsmanager, also was Sie tätig sind. Der 10. März hat gezeigt, es gibt unwahrscheinlich viele Artikel 8 Fonds, denen Sie es vielleicht gar nicht zugetraut haben und umgekehrt auch. Sie haben sich vielleicht gedacht, da gibt es einen etablierten Anbieter, dem hätte ich 9 zugetraut und er hat aber nur die 8. Ja. Und das zeigt, dass Artikel 8 gegenwärtig ein bisschen ein Sammelbecken ist, wohingegen Artikel 9 große rechtliche Hürden hat. Ich bekomme aber auch immer wieder in Diskussionen mit, dass das alles nicht in Stein gemeißelt ist. Ne? Es waren da manche Gesellschaften vielleicht sehr offen, haben gesagt, herzlich willkommen, macht Artikel 8. Vielleicht bleibt das nicht so. Vielleicht wird ein 8er ein 6er. Vielleicht wird ein 9er ein 8er. Vielleicht gehen wir von 8 auf 9. Also das ist alles noch in Bewegung. Und ich möchte auch nochmal sagen, Nachhaltigkeit mit der EU-Regulierung, es ist der erste Schritt. Ja? Es werden weitere folgen. Ein kleiner Punkt auch noch, den ich herausgreife, ich möchte nicht auf alle auf den Folien eingehen, ist der straffe Zeitplan. Also da wird mir jeder in der Branche zustimmen. Es ist unglaublich schnell, das Ganze. Und was hat das zur Folge? Dass Sie eigentlich nicht im gleichen Maße ESG-Expertise aufbauen können. Sie haben gemerkt, das ist ein Thema für Juristen mit all der Detailschärfe. Auch die haben Schwierigkeiten, dem Ganzen hinterherzukommen. Und das macht den Prozess nicht gerade einfach. Und ist auch durchaus zu kritisieren. Dann schauen wir uns als nächstes mal unseren Investmentprozess an, als direkte Überleitung. Ich werde aber noch mal kurz auch auf die EU-Regulierung auch eingehen. In unserem Investmentprozess ist es so, dass wir mit einem weltweiten Universum starten. Das sind ungefähr 6.000 Unternehmen und auch der Herr Fritsche hat es eingangs erwähnt. Wir haben also gewisse Subsektoren wie traditionelle Textilhersteller, wie Automobilhersteller in traditioneller Natur oder auch Fluggesellschaften, die wir ausschließen, die wir nicht mit unseren Positivkriterien, mit unseren 6 UN-SDGs vereinbar halten. Und dadurch bleiben uns dann etwa noch 5.000 Unternehmen übrig. Jetzt kommt der spannende Teil in der Mitte mit dem bunten Bildchen, mit unseren 6 UN-SDGs. Und neuerdings durch die Impact-Messung werden wir hier diese 6 Ziele versuchen zu maximieren. Das müssen Sie sich so vorstellen, dass das ein Score in der Regel von plus 10 bis minus 10 ist. Und wir versuchen natürlich, die Unternehmen zu finden, die in mindestens einem dieser 6 Ziele möglichst hohen Impact erreichen. Das ist auch die Marschrichtung für die nächsten Monate und auch für die nächsten Jahre. Die Frage, die Sie sich vielleicht gerade stellen, haben wir durch die Impact-Messung eine Umstellung vorgenommen? Nein, haben wir nicht, weil wir festgestellt haben, also im Endeffekt hat es unser Portfolio-Konstruktion nochmal bestätigt, aber ich werde nachher an der einen oder anderen Stelle vielleicht nochmal drauf eingehen. Kommen wir nochmal zum Investmentprozess zurück. Also etwa die Hälfte der Unternehmen werden bei uns weggefiltert durch Subsektoren und durch Maximierung von Impact. Und das ist eine Größe, ich nenne die deshalb so, weil die hat mit Artikel 9 zu tun, diese Fokussierung auf ein Umweltziel. Also das ist etwas, wo wir sagen, eine Halbierung des Universums durch ESG-Faktoren, das halten wir für akzeptabel und dann kommen unsere Finanzkennzahlen. Und ich möchte an der Stelle natürlich auch nochmal betonen, wenn Sie über ESG-Faktoren filtern, sind das Qualitätsmerkmale. Ja? Das wird auch durch Studien bestätigt. Sie haben weniger Volatilität, Sie haben eine höhere Profitabilität etc. etc. Genau. Und am Ende bleiben uns 35 bis 45 Unternehmen übrig. Für Ihre Unterlagen hier mal eine Übersicht, welche Ausschlusskriterien wir jetzt als sogenannte Mindestausschlusskriterien nach Artikel 8 erfüllen. Ich würde das, wie gesagt, für Ihre Unterlagen sehen. Aber Sie haben als Mitglied, die wir beide Gesellschaften beim FNG sind, uns komplett am FNG-Siegel, an den FNG-Kriterien orientiert, haben die übernommen. Der aktuelle Marktbericht vom FNG zeigt auch, dass das
die gewünschten und bevorzugten Kriterien der Investoren sind. Das ist ganz wichtig, weil unsere Branche ja auch, gerade wenn man länger am Markt ist, auch anhaftet, ja, man schließt halt einfach aus und das ist auch noch sehr subjektiv. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen also wirklich hier auch belegbare Gründe haben, was wir ausschließen. Wie gesagt, hier FNG-Siegel. Und als weiteren wichtigen Punkt jetzt, wieder in einem Cartoon dargestellt, wo sind unsere Herausforderungen für Artikel 9? Und das ist jetzt hier der Eisbär mit dem bunten Poncho und der Sonnenbrille, der sich für den Klimawandel rüstet. Ich glaube, mein Kollege Patrick und ich, wir hätten kein Problem mit einem bunten Poncho und einer Sonnenbrille. Aber kommen wir zurück, was heißt das konkret? Ich hatte das schon angedeutet. Es ist genau dieses Thema, dass wir ein Multithemenansatz sind. Das diversifiziert uns besser, das reduziert nachweislich unsere Volatilität. Und jetzt haben wir die Herausforderung, dass wir nur ein Umweltziel haben sollen. Und das führt ganz zwangsläufig zu einem Tilt. Ja. Das kann ein Tilt im Bereich Umwelt sein, wenn Sie an Carbon Footprint denken. Da gibt es bestimmte Unternehmen, die halt dann einfach nachweislich besser abschneiden. Oder auch, wenn man sich vorstellt, man hätte ein soziales Thema, dass man auch da einen Tilt in einer gewissen Weise bekommt. Und um auch hier nochmal aus der Praxis zu sprechen, Sie haben nochmal die Bildchen im Hinterkopf, gerade das Ziel 3, Gesundheit und Wohlergehen, wo wir Medizintechnik oder auch Pharmaunternehmen vorwiegend haben, da ist es dann eine Schwierigkeit, auf der anderen Seite auch hohe Punktzahl bei Climate Action zu haben. Also mein Eindruck ist ein bisschen, wir müssten uns dann entscheiden, eher Gesundheit und Wohlergehen oder eher in Richtung Maßnahmen vom Klimaschutz. Und für uns gehört einfach wirklich beides zusammen und das ist es, woran es gerade hapert. Genau, wir halten das im Moment nicht für ein diversifiziertes Portfolio, wenn wir hier nur auf ein Ziel gehen. Das Zweite, das möchte ich nur ganz kurz erwähnen, es hat mit der Auslegung des sogenannten Do Not Significant Harm Prinzips zu tun. Und hier hängt es einfach mal davon ab, wie die Schwellenwerte angesetzt werden. Wenn die Schwellenwerte hoch sind, dann wird uns ungefähr 70%, es kann auch 80% sein, so um diese Daumengröße von unserem Universum weggefiltert. Und ich bin ja vorher darauf eingegangen, dass wir jetzt Pi mal Daumen 50% haben und 70-80% finden wir schon sehr viel, um dann wiederum zu sagen, jetzt fangen wir mit Quality Investing und mit den Finanzkennzahlen an. Ja, und was ist jetzt unsere Lösung? Sie sehen mich hier nicht mit Sonnenbrille und Poncho dastehen. Wir sind natürlich weiterhin Artikel 8 SFDR und wir haben den, was kein rechtlich feststehender Begriff ist, als einen Artikel 8 Plus Fonds sozusagen für uns gerade kategorisiert. Und das ist das, dass wir sagen, wir wollen einfach unabhängig von der EU, unabhängig von der Gesetzgebung, das Beste für unsere Anleger und das Beste, was wir auch mit unserer Erfahrung als sinnhaft im Moment erachten. Und das ist einfach, dass wir die Impact-Messung mit reinnehmen. Wir sind in der Finanzbranche und wir lieben es, dass wir alles messen können und dass es so unglaublich transparent ist. Und so können wir eben auch mit der Impact-Messung dann darstellen, diesen Impact haben wir im Bereich Climate Action, diesen Impact haben wir im Bereich Gesundheit und Wohlergehen und das Ganze mit einem etablierten Anbieter. Und das ist im Moment unsere Lösung zu diesem Thema. Wie steht es mit Artikel 8 und Artikel 9? Ja, und dann haben Sie den rechtlichen Teil sozusagen von mir bekommen. Ich hoffe, es war einigermaßen verdaulich. Ich kann Ihnen auch sagen, es wird jetzt ein bisschen spannender nach meiner Ansicht. Mein Kollege, der Patrick Petermeier, der wird den Quality Investing Ansatz ganz kurz vorstellen und wird dann über drei Unternehmen sprechen. Die drei Unternehmen zusammengenommen reflektieren fast 10% des Fondsvolumens des Poet. Und deshalb werde ich mich jetzt auf leise stellen und an meinen Kollegen Patrick übergeben. Ja, danke, Gavi. Ich darf, wie schon angekündigt, glücklicherweise den nicht regulatorischen Teil übernehmen. Ich würde Ihnen als erstes mal unseren Ansatz vorstellen, wie wir denken, wie wir investieren. Und dann habe ich drei Unternehmen für Sie mitgebracht aus drei verschiedenen Bereichen.
Ja, ich denke, unseren Ansatz kann man am besten mit Quality Investing beschreiben. Quality Investing bedeutet für uns drei Säulen zu haben. Das ist einmal das Geschäftsmodell, das sind bestimmte Kennzahlen, die zum Teil auch eine Auswirkung des Geschäftsmodells sind, und das sind bestimmte Management-Attribute. Wenn wir uns mal die linke Säule anschauen, das Geschäftsmodell ist wahrscheinlich mit eins der entscheidendsten Kriterien. Wir wollen ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Und wenn ich jetzt nachhaltiges Geschäftsmodell sage, dann meine ich nicht nachhaltig im Sinne von ESG. Ich meine nachhaltig im Sinne davon, dass die Unternehmen den Kunden langfristig Produkte verkaufen, die für beide eine Win-Win-Situation schaffen. Also Produkte, die wirklich einen Nutzen für den Kunden stiften, die auch fair gepreist sind und weder das Unternehmen noch den Kunden benachteiligen. Wir wollen, dass das Unternehmen über einen Wettbewerbsvorteil verfügt, also einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Solche Wettbewerbsvorteile können durch Netzwerkeffekte entstehen, sie können durch Skalierung entstehen, Technologie, Regulierung oder auch Marke, was aber mittlerweile relativ selten geworden ist. Wenn so ein Unternehmen für uns ein nachhaltiges Geschäftsmodell hat und einen Wettbewerbsvorteil hat, dann wollen wir zudem, was aber nicht immer möglich ist, aber wir bevorzugen es, wenn das Geschäftsmodell kapitalextensiv ist. Das heißt, das Unternehmen muss wenig Kapital aufwenden, um das derzeitige operative Geschäft am Laufen zu halten und relativ wenig aufwenden, um zu wachsen. Das wäre für uns bevorzugt. Die mittlere Säule dann, also unsere Kennzahlen, die entstehen oft dadurch, dass die Attribute des Geschäftsmodells erfüllt sind. Und wo wir besonders Wert darauf legen, das ist der Return on Invested Capital oder auch der Cashflow Return on Investment. Hier haben wir bestimmte Hürden, also wir wollen vor Steuern mindestens einen zweistelligen Return on Invested Capital haben. Ist nur logisch, weil der Return on Invested Capital und die Rate, zu der ich wieder reinvestieren kann, ja auch das Wachstum des Unternehmens bestimmt. Dabei ist der Return on Invested Capital, und das macht ihn besonders attraktiv, auch ein Indikator für einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil des Unternehmens. Wir wollen eine hohe EBIT-Marge, eine hohe Netto-Marge und eine möglichst geringe Verschuldung. Das ist einfach als Puffer für schlechtere konjunkturelle Phasen oder auch für schlechtere unternehmerische Phasen, die es, egal in welche Qualität ein Unternehmen aufweist, zwangsweise irgendwann einmal geben wird. Wenn sich diese Kennzahlen so erfüllen, dann schauen wir natürlich auch auf die Bewertung. Wir machen für unsere Unternehmen das Discounted Cashflow Model, ganz klassisch. Wir machen aber auch, oder wir betrachten auch die Free Cashflow Yield, das erwartete Wachstum und dann eher untergeordnet, aber als Kontrolle des KGV. Die Free Cashflow Yield ist für uns die bevorzugte Kennzahl. Warum? Die Free Cashflow Yield ist relativ attraktiv. Ich kann sie für jedes Unternehmen relativ simpel und schnell ausrechnen und ich kann damit mein Investment-Universum vergleichen, kann schauen, wo sind die Yields am höchsten, plus wo ist das Wachstum geschätzt am höchsten. Und ich habe einen guten Vergleich auch zu anderen Anlagen, wie Anleihen, 10-jährigen US-Anleihen, die ja nicht wachsen, aber beim Unternehmen muss ich halt abschätzen, die und die Free Cashflow Yield plus das Wachstum, wie attraktiv ist das im Vergleich. Und die dritte Säule wäre das Management. Das Management ist oft wichtiger, als man denkt. Wir wollen ein aktionärsorientiertes Management. Wir wollen Eigentümermentalität beim Management. Am besten ist das Management auch selber Eigentümer. Dann kommt die Eigentümermentalität und die Aktionärsorientierung von ganz allein. Wir wollen, dass sich auch das Management auf den Return on Invested Capital fokussiert. Dadurch erhalten wir sinnvollere Investment- oder Kapitalallokationsentscheidungen auf Unternehmensebene. Und wir wollen, dass das Management langfristig denkt. Wir wollen nicht, dass man versucht, die Quartalserwartungen oder die Jahreserwartungen der Wall Street oder der Analysten zu treffen oder zu übertreffen. Wir wollen lieber langfristig sinnvolle Investitionen. So viel zu unserem Ansatz.
Ich habe jetzt drei Unternehmen für Sie ausgesucht. Das erste ist Christian Hansen. Das Motto von Christian Hansen ist, let's grow a better world naturally. Und Sie sehen die Produkte von Hansen nicht. Bin ich mir sicher, dass Sie es nicht sehen. aber Sie konsumieren sie jeden Tag. In der Regel zumindest. Und zwar, wenn Sie auf der Folie mal ganz links schauen, das ist unter dem Mikroskop. Das sind gute Bakterien. Also Christian Hansen ist ein Biotechnologieunternehmen, das in Lebensmittelkulturen Enzyme herstellt, sogenannte gute Bakterien, die wiederum in unseren Lebensmitteln gebraucht werden. Und diese guten Bakterien, die sorgen dafür, dass unsere Lebensmittel besser schmecken, eine bestimmte Konsistenz aufweisen, sicherer sind, mehr Qualität haben und vor allem, und ganz wichtiger Punkt, im Bereich der Bioprotection eine längere Haltbarkeit aufweisen. Und da ist es halt jetzt wichtig zu sehen, Hansen erreicht das alles durch natürliche Zusatzstoffe. Sie können die Haltbarkeit der Lebensmittel verlängern, nur durch den Einsatz solcher guten Bakterien. Sie müssen also auf keine chemischen oder künstlichen Zusatzstoffe zurückgreifen. Und das macht unser Essen einfach gesünder. Ja, aus finanzieller Hinsicht war das Geschäftsmodell für Hansen auch ein Erfolg, wenn man sich die letzten Jahre mal betrachtet. Sie sind links am Chart, das zeigt Ihnen die Umsatzentwicklung, die Entwicklung des Gross Profit und des EBIT. Ich glaube, man kann es gut zusammenfassen. In der Vergangenheit ist man im hohen einstelligen Bereich gewachsen, das EBIT sogar zweistellig. Das sind jetzt nur die letzten 15 Jahre. Was da interessant ist, Hansen ist 1874 gegründet worden, also ist ein uraltes Unternehmen. Sie haben eine hohe Bruttomarge von 56% und Sie haben eine EBIT-Marge von mehr als 30% und einen Return on Invested Capital von 18%, also genau die Kennzahlen, die wir sehen wollen. Sie haben einen Knick das letzte Jahr. Das ist, man hat da das Geschäft für natürliche Farben abgespalten, Lebensmittelfarben. Macht Sinn, ist kein wachstumsstarker Bereich. Aber im Grunde haben Sie ein stabiles Geschäft, Sie haben ein Geschäft mit hohen Margen, mit hohem Return on Invested Capital und Sie haben natürlich Rückenwind aktuell in der Branche, dass sich unsere Konsumgewohnheit ja von ein bisschen ungesunden Essen, von fleischhaltigen Ernährung hin zu einer fleischlosen und gesünderen Ernährung abzeichnet. Deswegen haben wir bei uns auch Hansen in das SDG-Thema Industry, Innovation und Infrastructure zugeordnet, weil da der größte Impact auch besteht in dem Bereich. Was macht Hansen noch attraktiv in unserem Investment Case? Sie haben einen extrem hohen Marktanteil. Sie haben bei Käse, bei der Bioprotection von Käse, einen Marktanteil von über 40% und das seit vielen, vielen Jahrzehnten. Wenige Unternehmen haben in diesem Bereich diese Größe wie Hansen, also besteht der Wettbewerbsvorteil ganz klar in der Skalierung. Es macht einen Riesenunterschied, ob Sie für 20.000 Kunden forschen oder für 10 Kunden. Um unsere Erwartungen, wir denken, dass wir mittelfristig ein niedriges zweistelliges Free Cashflow-Wachstum und ein niedriges zweistelliges Wachstum im EBIT sehen werden und da gehen wir, glaube ich, auch relativ einher mit der Erwartung des Managements. Das zweite Unternehmen, das ich hier mitgebracht habe, ist aus einem völlig anderen Bereich. Das ist Medtronic. Das Motto von Medtronic, Leading Responsibly. Und die wenigsten kennen Medtronic vielleicht, nur die es leider gebraucht haben. Medtronic ist der Weltmarktführer bei Herzschrittmachern. Nicht der einzige Bereich. Sie sehen es an den kleinen Bildchen. Wir haben neben diesen Herzschrittmachern auch ganz viel andere Medizintechnik. Da hat man die letzten Jahre ganz viel investiert. Sie sehen zum Beispiel, was ich am bemerkenswertesten fand, diese kleine Pille rechts oben. Das ist im Prinzip eine Pille, die Sie schlucken, alternativ zu einer Endoskopie im Magen-Darm-Bereich. Und die macht Aufnahmen von ihrem Magen-Darm-Trakt. Und später scheiden sie diese Pille wieder aus. Ist natürlich wesentlich angenehmer, als eine Endoskopie oder eine Magen-Darm-Spiegelung über sich ergehen zu lassen.
Aber unser Grund für die Investition in Medtronic ist überwiegend eigentlich der Bereich der Herzschrittmacher. Hier ist Medtronic mit einem Marktanteil von ungefähr 35% weltweit der unangefochtene Marktführer. Und man muss sich da überlegen, so eine Operation heutzutage, wenn Sie einen Herzschrittmacher eingesetzt bekommen, die dauert 30 bis 60 Minuten. Das ist ein 5 cm langer Schnitt. Der Chirurg oder der Herzspezialist implantiert das Ganze bei Ihnen und macht wieder zu. Sie können am gleichen Tag im Prinzip in der Regel das Krankenhaus wieder verlassen. Also das ist eine Routineoperation, die wenig Aufwand erfordert. Es ist aber viel wichtiger für das Krankenhaus, für den Chirurgen, dass sie im Nachgang Qualität haben. Und da muss man sich die Frage stellen, wenn ein Chirurg seit 10 Jahren, seit 15, 20 Jahren Medtronic Herzschrittmacher implantiert und nie Beschwerden danach hatte oder fast nie Beschwerden danach hatte und es reibungslos geklappt hat, warum sollte der jemals diesen Herzschrittmacher wechseln? Extrem unwahrscheinlich. Man geht mit jedem Wechsel des Produkts ja auch das Risiko ein, dass der Kunde oder in dem Fall der Patient unzufrieden ist. Und da kann Unzufriedenheit wesentlich schlimmer sein. Was Sie außerdem auf der Folie sehen, was ich ganz, ganz spannend fand, unter dem Medtronic Herzschrittmacher sehen Sie den kleinsten Herzschrittmacher der Welt. Der hat 25 mm und der ist ebenfalls von Medtronic. Ja, auch hier die Financials ein bisschen. Klar, wir haben Medtronic im Bereich gute Gesundheit und Wohlergehen, Ziel 3 der SDGs zugeordnet. Ergibt Sinn, hier ist der meiste Impact. Wir haben bei Medtronic relativ, ich würde sagen, bescheidenes Wachstum gehabt die letzten 15 Jahre. Wir haben Umsatz 7% pro Jahr, EBIT 2% pro Jahr gesteigert. Aber bei tollen Finanzkennzahlen, ich meine fast 70% Bruttomarge, EBIT-Marge 20%. Und jetzt kommt der Knackpunkt, ein Return on Invested Capital von nur 8%. Warum ist es trotzdem für uns ein Qualitätsunternehmen? Bei Medtronic liegt es daran, dass die letzten Jahre viel investiert wurde. Ganz viel in M&A, ganz viel in weitere Segmente, in Produktinnovation. Und wir glauben, dass die Margen und auch der Return on Invested Capital die nächsten Jahre wieder ansteigen wird, stark steigen wird. Weil jetzt diese Früchte praktisch der Investition geerntet werden können. Zumal der Return on Invested Capital, und das ist extrem selten, Teil des Management Incentives sind. Wir erwarten also, dass Medtronic weiterhin globaler Marktführer bei Herzschrittmachern bleibt, dass wir hohe Umsatzzuwächse durch die anderen Sparten sehen und insgesamt mittleres einstelliges Umsatzwachstum sollte mehr als realistisch sein, aber mit deutlich höheren Margen, das heißt EBIT und Free Cashflow werden deutlich stärker wachsen als die letzten 15 Jahre. Das letzte Unternehmen kennen Sie bestimmt, haben wir schon oft gesehen, das ist Geberit und die Produkte haben Sie schon oft gesehen. Geberit sagt langfristig ausgerichtete, nachhaltige Wertschöpfung und ist auch genau das, was Geberit macht. Geberit ist Europas Marktführer im Sanitärbereich und man kann sagen, unangefochtener Marktführer, der Marktanteil dürfte bei jenseits der 40% liegen. Sie sehen oder Sie kennen Geberit wahrscheinlich aus dem Bildchen oder den mehreren Bildchen rechts, dem Badezimmersystem, also die Kloschüssel, das Waschbecken, das Pissoir, was man oft, ja, man hat es zum Teil daheim, sieht es aber auch oft in Restaurants, Hotels etc. Für was man Geberit dann weniger kennt, das ist ganz links und das ist eigentlich das Wichtigere und auch das, wo Geberit weniger ersetzt werden kann, das sind die Installations- und Spülsysteme, also alles, was sie hinter der Wand verbaut haben. Und das Ganze muss dann natürlich verbunden werden und da haben wir in der Mitte die Rohrleitungssysteme von Geberit und die werden aber nicht nur im Sanitärbereich eingesetzt, sie werden im Industrie- und Schiffbau, bei der Fußbodenheizung, Gas und Sprinkler, also gibt es verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Geberit haben wir im Bereich der SDGs bei Ziel 13 Climate Action zugeordnet. Auch hier durch den Produktionsprozess von Geberit der meiste Impact, den Geberit da hat. Ja, die Finanzkennzahlen waren die letzten Jahre mäßig. Muss aber auch dazu sagen, wir hatten ja auch zwei Krisen drin und jetzt auch ein bisschen weniger Umsatz durch Covid-19. Aber wir haben auf die letzten 15 Jahre
Umsatzwachstum von 4% pro Jahr ungefähr und ein EBIT ebenfalls in dem Bereich. Wir haben aber tolle Kennzahlen. Wir haben eine Bruttomarge von 72% für einen Produzenten. Also das ist erstaunlich. Das zeigt auch die Skalierung. Das zeigt ganz stark die Skalierungsvorteile, dass die Produktion bei Geberit auch ein Fixkosten-Business ist. Die Bruttomarge 72%, die EBIT-Marge immer noch 23% und der Return on Invested Capital fast 30%. Wo ist aber dann das Problem? Warum war das Wachstum so niedrig? Man müsste denken, Baubranche die letzten Jahre geboomt, das Wachstum müsste höher sein. Geberit hat ein kleines Problem. Es sind in Europa ja Marktführer, aber das Wachstumspotenzial in Europa ist natürlich begrenzter. Geberit hat aber enormes Potenzial und das ist auch unser Investment Case in Asien und in den USA. Sie haben da noch kaum Marktanteile oder Marktanteile, aber wenig Umsatz und da ist noch ein Riesenpotenzial weiter zu wachsen. Und wir glauben, dass Geberit sein Geschäftsmodell aus Europa in Asien und Amerika kopieren kann und weiterhin da eine gute Kapitalallokation macht. Das Europageschäft ist eine tolle Basis, denn Geberit sagt, wir machen unsere Produkte sehr langlebig. Also sie müssen unsere Produkte kaum austauschen. Kaum austauschen heißt aber nicht, dass sie niemals Ersatzteile brauchen oder Reparaturen brauchen. Und das ist auch der Fall bei Geberit. Sie werden kaum einen Handwerker finden, der ihnen andere Ersatzteile einbaut, die nicht von Geberit sind, wenn sie ein Geberit-Spülsystem haben. Zum Teil ist es gar nicht möglich, andere Teile einzubauen. Und das bedeutet für Geberit wiederkehrende Umsätze und ein stabiles Grundgeschäft. Ja, neben den dreien haben wir noch ein paar andere Unternehmen mitgebracht. Ich zeige Ihnen unsere Top 15 Holdings. Sie haben die angesprochene Medtronic auf Platz 1. Und wenn Sie sich dann mal die restlichen Top 15 so anschauen, dann sehen Sie und das ist eigentlich auf den ersten Blick, dass es gute Qualitätsunternehmen sind. Sie haben Apple, Microsoft, L'Oreal, große Unternehmen mit beherrschender Marktstellung. Sie haben Bagger Frost mit beherrschender Marktstellung im Bereich von Qualitätslachs zumindest. Sie haben Colgate-Palmolive, Marktführer bei Zahncreme, Sonova, Marktführer bei Hörgeräten. Genau. Und damit würde ich wieder an die Gabi übergeben. Dankeschön. Vielen Dank, Patrick. Ist es laut? Ja. Ich würde für die nächsten Minuten noch den Überblick zum Poeten vervollständigen, indem wir uns nochmal die Aufteilung nach den gemessenen Nachhaltigkeitszielen anschauen. Hier ein kurzer Blick drauf. Und zwar haben wir ein Drittel im Moment im Bereich Gesundheit und Wohlergehen zugeordnet. Da hat Patrick die Medtronic herausgepickt. Das ist der größte Teil. Ist auch ein bisschen Ergebnis der Covid-Krise letztes Jahr, wo wir festgestellt haben, dass man doch mit Medizintechnik und in diesem Bereich gut aufgestellt ist. Als zweites Ziel picke ich heraus 20% nahezu im Bereich Industrie, Innovation und Infrastructure. Und das Ziel, das wir jetzt neu mit dazugenommen haben, Handeln für den Klimaschutz, Climate Action, das Ziel 13, ist im Moment vertreten mit 13%. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Herr Patrick hat doch relativ ausführlich über die Geberit gesprochen. Und für diejenigen unter Ihnen, die ja schon auch seit sehr langer Zeit am Nachhaltigkeitsmarkt sind, die wissen, dass Geberit klassisch auch immer ein Vertreter in einem aktiven oder passiven Wasserfonds war. Und auch wir haben ursprünglich Geberit dem Bereich Wasser zugeordnet. Und seitdem wir jetzt die Impact-Daten haben, sehen wir, ja, bei Wasser gibt es einen positiven Beitrag, aber noch ein höherer Beitrag ist beim Ziel 13. Und deshalb rutscht es in das Ziel 13 hinein. Wir werden ganz oft gefragt, wie schaut es mit all den anderen Zielen aus Gender-Themen und so weiter. Wir berücksichtigen die auch. Es sind diese 6 Ziele, wo wir den Eindruck haben, mit unserer Erfahrung mit den SDGs, die können wir einfach am griffigsten und am besten auch
den Unternehmen zuordnen. Ne? Also wenn es jetzt um Partnerships geht und um Peace and Justice, dann sind das doch Themen, weil ja die UN SDGs an die Regierungen und auch an Verbraucher und Unternehmen adressiert sind. Dann gibt es also gewisse Ziele, die sind eher an Regierungen zu adressieren, als jetzt an die Privatwirtschaft. Und so kommt es also zu dieser Auswahl. Und hier auch die kurze Anmerkung mit Geberit, wie es hier eine Verschiebung gab. Geberit hat aber übrigens, und das hier vielleicht noch die globale Perspektive, ohne zu sehr auszuholen, hat auch diesen Aspekt, wenn wir mal weg von Frankfurt, vom sonnigen Frankfurt gehen, sondern eine globale Perspektive haben, dann hat Geberit auch einen hohen Beitrag zu Gesundheit und Wohlergehen, denn hier geht es ja darum, Krankheiten zu minimieren, die Lebenserwartung zu verlängern und uns zu schützen. Und wir können uns vorstellen, dass Sanitäranlagen grundsätzlich mal dazu beitragen, dass ja nicht Krankheiten und Keime verbreitet werden. Und insofern ist hier auch ein großer Beitrag. Also das sind so die Perspektiven von einem Unternehmen für Sanitäranlagen, wo die überall zugeordnet wurden. Schauen wir uns als nächstes ganz kurz an. Länder sind bei uns immer ein Thema, und zwar deshalb, weil wir ja uns nicht an den MSCI World orientieren, und der MSCI World hat ja doch eine sehr hohe Gewichtung in den USA. Wie viel haben wir mittlerweile in den USA allokiert? Sie sehen es hier, der ist es der rote Kuchen mit 40%, das ist für unsere Verhältnisse relativ viel, ist aber ein Ergebnis der Titelauswahl und der Unternehmensauswahl. Dann haben wir auch in der Schweiz einiges allokiert mit 11%. Wir sind in Frankreich aufgestellt, der Rest ist im Prinzip komplett Europa. Japan haben wir 2 Unternehmen. Und die 23%, das ist ja doch ein großer Anteil unter Sonstiges. Was verbirgt sich bei Sonstiges? Es ist schon dann die europäischen Länder, die Sie jetzt hier nicht aufgeführt sehen. Wir sind überwiegend fast ausschließlich in den sogenannten Developed Markets allokiert. Zur Währungsseite ist nicht allzu viel zu sagen, weil sie reflektiert im Endeffekt unsere Länderbasis. Ja? Also Währungen werden von uns nicht gehedged. Wir haben einen Anlagehorizont von 3 Jahren, von 5 Jahren, und dann spielen für uns Währungsschwankungen eine untergeordnete Rolle. Ergänzend dazu ein paar Portfolio-Kennzahlen. Wir haben 40 Titel im Portfolio. Wir gehen gerne so vor, dass wir mit 1,5% eine Position eröffnen und dann vielleicht verdoppeln auf 3%. Sie haben das auch bei den Top 15 gesehen. Es ist auch ein Punkt des Risikomanagements und auch der Diversifikation, dass wir hier nicht einzelne Unternehmen mit 8 oder 9% gewichtet haben, sondern wir gehen aktiv maximal auf 5%. Interessant finde ich es auch, das durchschnittliche Gründungsjahr sich anzuschauen. Das ist im Fonds 1950. Das ein oder andere Technologieunternehmen ist auch aufgetaucht. Sie wissen, dass die später entstanden sind, in den 70er Jahren. Aber wenn wir das jetzt hochrechnen, sind die Unternehmen also seit über 70 Jahren im Durchschnitt auch am Markt. Patrick ist eingegangen auf Return on Invested Capital für unseren Qualitätsansatz. Hier haben wir im Durchschnitt 17,1%. Und eine Zahl, die ich gerne hervorhebe und dick markiere, weil das ist auch der Punkt, den unsere Investoren an dem Poet schätzen, das ist die geringere Volatilität. Jetzt haben sie hier 10,6%, stehen auf ein Jahr und können sagen, ja, das ist ja nicht allzu schwierig. Aber wenn Sie sich das langfristig anschauen, die 10%, die 11%, das geht zurück ja auch auf 13 Jahre, es ist eine Strategie mit einer geringeren Volatilität, und das muss man vor allem deshalb betonen, weil ja der Sektor erneuerbare Energien, der ja oft auch mit dem Thema verbunden wird, eine höhere Schwankung hat. Wir haben die Schwankung niedriger, weil wir diversifiziert sind und weil wir eben Wert auf unseren Multithemenansatz legen. Die letzte Rubrik auf Ihrer Folie sind einige Rating-Scores. Wir werden auch immer wieder von unseren Investoren gefragt, welche Ratings habt ihr, was macht ihr da? Ich habe erwähnt, dass wir mit Ökom zusammenarbeiten, und deshalb haben wir bei Ökom auch herausgepickt das überdurchschnittliche ESG-Rating, ein ISS-SDG-Solution-Score, der auch gut positiv im Bereich liegt. Bei MSCI ESG schneiden wir mit A ab, und bei unserem PAM ESG Score,
der hat 5,1. Also wir können sagen, von den beiden großen etablierten Anbietern haben wir eine überdurchschnittliche Bewertung. Ich möchte dann noch kurz auf das Thema Volatilität eingehen, das ich angesprochen habe und habe nochmal herausgenommen, diesen Zeitraum 15. Januar bis 31.03.2020. Das ist für uns am Kapitalmarkt einfach die Phase gewesen, wo wir diese enormen Drawdowns gesehen haben. Und die haben wir bewältigt, doch erheblich besser. Die blaue Linie ist der Poet im Gegensatz zu S&P 500 oder Eurostoxx 50 oder DAX. Und das ist uns gelungen, indem wir von vornherein ein bisschen mehr Kasse hatten und dann auch noch ein bisschen Kasse aufgebaut haben. Absicherungen spielen für uns eine untergeordnete Rolle. Und zum Thema Liquidität sei hier auch noch gesagt, sie ist im Moment einstellig, ich hatte das vorher übergangen. Die Liquiditätssteuerung ist so zu sehen, wenn ich jetzt hier rausschaue, es ist Sonnenschein, ich würde jetzt nicht in der Daunenjacke rausgehen, ne? Und wenn es schneit, auch nicht im Bikini. Also so ist es ungefähr zu sehen, wie wir auch unsere Kassequote steuern. Wenn wir sehen, am Markt sind wirklich große Turbulenzen, dann haben wir das in der Spitze auch auf 30%, 31% erhöht. Das ist aber wirklich eine Ausnahme und wir wünschen uns alle, dass wir nie nochmal diese Pandemieerfahrung machen müssen. Und ansonsten versuchen wir, den Investitionsgrad hochzuhalten, weil ja doch einige unserer Investoren auch im Bereich Dachfondsmanagement tätig sind. Schauen wir uns den Dreijahresvergleich an. Und auch hier ist der Poet wieder die blaue Linie. Wir haben aufgerundet 40% erzielt. Das ist hinter dem amerikanischen Index, aber doch weit über den europäischen Indizes. Und ein weiterer Blick auch auf das Ergebnis im laufenden Jahr. Das zeigt sich ja doch ganz erfreulich. Ich habe jetzt hier Stand 1.7. die aufgerundet 16%. Das ist jetzt nochmal ein Prozent dazugekommen. Jetzt sind wir bei 17. Das ist insofern eine schöne Bestätigung für unseren Ansatz und alles, was Sie gehört haben, weil Sie wissen, wir haben ein bisschen Kasse. Wir haben auch defensive Unternehmen. Es kommt das Ergebnis mit den 17% hier to date nicht daher, dass eine Aktie gut performt hat. Das würde ja auch gar nicht so durchschlagen, wenn sie maximal nur 5% gewichtet ist, sondern wirklich von dem Stockpicking-Ansatz. Und tendenziell über eine lange Zeit haben wir eher niedrigeres Beta, aber es zeigt doch, dass wir dieses Jahr mit dem Markt zusammen gut steigen können. Ja, und nach dem Blick auf die Performance möchte ich noch ein kurzes Fazit geben von meiner Seite. Ich bin der festen Überzeugung, dass Sie davon profitieren, wenn Sie Nachhaltigkeit mit uns angehen und von den 13 Jahren Expertise profitieren. Ich habe in der Vergangenheit in Diskussionen gehört, die Nachhaltigkeit heute, auch mit der EU-Regulierung, ist vollkommen anders als Nachhaltigkeit vor 10 Jahren. Ja, das stimmt, aber es ist vielleicht so ein bisschen, wenn jemand ein ausgezeichnetes Dessert kann, hat er auch eine gute Voraussetzung, ein Drei-Gänge-Menü hinzubekommen. Ja? Also vielleicht ist es so ein bisschen dieser Vergleich, den man hier ziehen kann. Wir haben nachweislich über eine sehr lange Zeit niedrigere Drawdowns und auch das Kernthema unserer heutigen Veranstaltung, Artikel 8, Artikel 9. Ich hoffe, es ist für Sie klar geworden, dass für uns die Investoren im Vordergrund stehen, die Risikorenditeoptimierung und nicht, ob wir 8 oder 9 sind. Wir wollen Artikel 9 werden. Wir sind in ständigem Austausch mit unserer Kapitalverwaltungsgesellschaft, mit Juristen, mit den externen Anbietern. Wir hoffen, Ihnen hier in den nächsten 3 bis 6 Monaten eine Antwort geben zu können. Aber für den Stand heute, das, was das Beste für die Umwelt ist und für die Investoren ist, das ist unsere gegenwärtige Lösung. Und ich denke auch, mit der Impact-Messung haben Sie wirklich die Transformation zu einer nachhaltigeren Wirtschaft und Gesellschaft, wo Sie die Beiträge auch messen können. Und deshalb möchte ich zum Schluss, gehe ich nochmal auf den Rainer über, und der vielleicht die ein oder andere Frage von Ihnen aus dem Chat noch mit aufnimmt. Vielen Dank. Gabi, vielen Dank. Patrick, vielen Dank. Es sind ein paar Fragen reingekommen. Um in der Zeit zu bleiben, stelle ich die euch gleich mal. Die eine Frage ist, ihr arbeitet jetzt mit ISS Ökom Research zusammen. Du hast erwähnt, trotzdem erstellt ihr eigene Analysen. Kann man das nicht dann streichen, die PEM-Analyse, und sagen, ich greife nur auf ISS Ökom zurück?
Ich bin gerade noch auf laut, dann gebe ich die Antwort. Wir haben immer schon unsere hauseigenen ESG-Analysen gemacht und hier kann man sagen, der Mehrwert besteht darin, dass wir die Finanzanalyse, Fundamentalanalyse machen und wir wissen, dass ESG-Faktoren ein Teil vom Risiko sind und vervollständigen hier unseren Blick nochmal. Es ist ein gutes Gefühl, mit einem großen Anbieter zusätzlich nochmal zusammenarbeiten, aber wir halten für die gesamte Unternehmensbewertung eine eigene ESG-Analyse für wichtig. Okay, danke. Dann hatte ich noch eine Frage reinbekommen zum Thema Geberit. Patrick, vielleicht an dich. Die sind ja schon ganz gut gelaufen. Wie macht ihr das? Setzt ihr Kursziele für eure Unternehmen und sagt, dann steigen wir aus? Oder wie verhaltet ihr euch dort? Ja, also eine gute Frage. Wir haben, glaube ich, haben bei Geberit eine Jahresperformance von 30%. Jetzt ist aber wichtig zu wissen, dass wir keinen Fair Value, keinen inneren Wert in dem Sinne berechnen. Wir berechnen uns eine Kursrange, zu der man sagen kann, okay, da macht der Einstieg Sinn und da denken wir, aufgrund der operativen Entwicklung des Unternehmens werden wir langfristig mehr Rendite erzielen als der Markt. Also für uns geht es weniger um die Aufholung eines Bewertungsgaps, sondern mehr um der langfristigen Partizipation am Unternehmen. Und ich glaube, bei Geberit muss man jetzt auch erstmal abwarten. Die Finanzzahlen waren sehr gut, waren tolle Zahlen, die geliefert haben. Und was werden sie im Geschäftsjahresende liefern? Also wir verkaufen da jetzt nicht nur wegen einer Kursplus von 30%. Wir partizipieren langfristig an der Wertentwicklung. Okay. Eine dritte Frage, die ich noch bekommen habe, die würde ich dir wieder stellen, Gabi. Der Artikel 8, Artikel 9, du hast den Blick hinter die Kulissen gegeben, die Diskussionen, die ausgelöst werden durch die Vorgaben, die irgendwelche Uni-Absolventen in Brüssel dann erstellt haben, um Artikel 9 Fonds zu kreieren. Hast du eine Ahnung, hast du ein Gefühl, wann da eine Entscheidung bei euch fällt? Wärt ihr ein Artikel 9er oder den eigens kreierten Modus Artikel 8 plus, den wir dann natürlich transparent auch kommunizieren und darstellen, so vom Zeitraum her? On air. Das ist natürlich die Frage, wann kommt Artikel 9? Ich würde davon ausgehen, dass wir in den nächsten 3 bis 6 Monaten dazu eine Antwort bekommen. Wichtig ist es uns heute gewesen, zu zeigen, wo stehen wir und was machen wir und was wollen wir nicht. Also wir wollen nicht, dass wir durch Artikel 9 80% unseres Universums eingeschränkt bekommen. Und wir sind also, morgen haben wir wieder einen Termin und wir sind in ständigem Austausch. Und also wir geben mit Artikel 9 nicht auf, aber wir wollen das Beste für unsere Investoren. Insofern in den nächsten 3 bis 6 Monaten. Okay, ich danke dir. Dann habe ich noch eine Frage, weil mich das persönlich sehr bewegt, wenn ich meine Fahrräder angucke. Ich erinnere mich an 2016, da hast du mir die Shimano vorgestellt als eine deiner Ideen für, was ist eigentlich ein nachhaltiges Unternehmen, was man investieren sollte, ohne dass es jetzt ein Highflyer ist. Aber wir sehen ja eine Wahnsinnsflut an Fahrradstädten wachsen, auch in Deutschland. Jetzt hast du mir vor ein paar Wochen gesagt, ihr musstet Shimano rausnehmen aus dem Portfolio. Aber ist Shimano auf einmal nicht mehr nachhaltig? Warum 80-70% aller Komponenten in Fahrrädern dieser Welt oder 70-80% aller Fahrräder dieser Welt haben irgendwo schon Shimano-Komponenten drin und die ganze Branche wächst? Macht doch irgendwie keinen Sinn. Die gute Nachricht ist, die Shimano ist weiterhin drin. Poet, kein Poet ohne Shimano. Als Fondsmanager sollte man keine Lieblinge haben, aber ich werde natürlich als Fahrradfahrerin mit der Shimano in Verbindung gebracht, auch bei dir. Also vielleicht ist das so ein bisschen, das Missverständnis ist wahrscheinlich entstanden, die Shimano ist drin. Aber wir haben halt auch gesehen, mit Artikel 9 müssen wir uns möglicherweise von der Shimano trennen. Und das war so der Punkt, wo wir gesagt haben, das kann doch jetzt alles nicht sein. Ja? Man muss aber hier auch sagen, ja, ich nenne es mal alte Nachhaltigkeit, neue Nachhaltigkeit. Ne? Es geht jetzt darum, dass ein japanisches Unternehmen Zahlen liefert. Ne?
Und ich konnte jetzt heute nur an der Oberfläche über diese ganze EU-Regulierung sprechen, aber es kommt dann die CSRD-Richtlinie, die die Unternehmen verpflichtet, Daten zu liefern. Und im Moment sind manche Daten noch nicht da und darum werden sie geschätzt. Und sie werden natürlich auch von unterschiedlichen Anbietern unterschiedlich geschätzt. Darüber wird in der Branche ja viel gesprochen, dass es keine einheitlichen, homogenen Daten gibt. Die werden sich ein Stück weit homogenisieren. Und ich gehe davon aus, um dann die Shimano-Frage zu beantworten, es werden die Unternehmen sich in den nächsten Jahren schon hier auf den Weg machen und nicht mehr dem Thema Nachhaltigkeit verschließen können und Nachhaltigkeit im Sinne von messbar. Ja, was tun wir auch wirklich? Es bringt jetzt nichts zu sagen, aha, ich bin schlank und ich bin schlank, wenn ich mich dann auf die Waage stelle und habe 100 Kilo zum Beispiel. Ja, also es wird halt alles messbar. Und insofern, das wird kommen und ich gehe mal davon aus, dass die Initiativen der Unternehmen groß sein werden. Und dann ist möglicherweise auch in ein, zwei Jahren diese Einschränkung, die ich gesagt habe, nicht mehr bei 80%, sondern vielleicht nur noch bei 60%. Das wäre so eine Erwartung, die ich persönlich hätte. Okay, super, vielen Dank. Also es beruhigt mich natürlich, dass die Shimano noch im Portfolio ist. Und jetzt kann ich auch verstehen, worüber wir uns unterhalten haben. Denn es zeigt für mich fantastisch auf, in welcher Situation ein Team wie Frau Hartmann und Frau Petermeier jetzt stecken, dass administrative Dinge vorgegeben werden, die aber eigentlich der Realität nicht mehr entsprechen. Und von daher denke ich mir für alle Zuhörer und Zuseher, die heute dabei waren, war diese Antwort nochmal sehr, sehr gut, um diesen Blick hinter die Kulissen zu bieten, in welcher Situation man sich jetzt eigentlich befindet. Wird man jetzt Artikel 8, wird man Artikel 9? Marketingtechnisch gesehen natürlich Artikel 9 eine tolle Sache, es wird nicht so viele geben. Nur das, was Frau Hartmann vorhin gesagt hat, und ich glaube, das ist für die Ovid auch der ganz entscheidende Punkt ist, im Vordergrund steht immer der Investor. Und wenn ich höre, wenn ich sehe Zahlen, dass wir bei plus 17% dieses Jahr liegen, das ist das, was das Entscheidende ist. Und was wir tun können, würde der Poet ein Artikel 8 von plus bleiben, wir können transparent sein. Und das gehört zur Philosophie des Hauses Ovid, wir sind transparent. Ich möchte Sie hiermit nochmal auffordern, benutzen Sie, verwenden Sie, gehen Sie auf die Webpage. Es gibt in einem geschützten Bereich monatlich aktuell, und ich sage auch monatlich aktuell, das gesamte Portfolio dargestellt, auch mit Argumentationshintergründen, warum welches Unternehmen eigentlich in dem Portfolio des Poeten enthalten ist. Es gibt aktuelle Berichte. Sie wissen von mir, diejenigen, die mich kennen, ich gehöre nicht zu denjenigen, die Sie wöchentlich oder täglich mit Newslettern zumüllen, um das einfach mal sehr berlinerisch zu formulieren, das wir ja auch in Zukunft nicht machen. Aber Sie wissen auch, wir haben jetzt 3 Minuten, wenn ich auf die Uhr gucke, überzogen. Ich bitte um Entschuldigung. Wir liegen nicht ganz exakt in dieser Zeit, aber ich freue mich sehr, dass Sie zugehört haben. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, wir werden spätestens morgen Mittag Ihnen die Präsentation und auch die Aufzeichnung der Digitalpräsentation zukommen lassen. Vielleicht haben Sie Interesse, vielleicht gibt es Kollegen, die sich dafür interessieren, mal diese exakte Stunde sich das Ganze anzuhören. Und wenn irgendwelche Fragen noch auftauchen, Sie kennen meine Telefonnummer, Sie kennen meine E-Mail-Adresse. Ich freue mich drauf und eins der Vorteile, die wir als Boutique haben, ich habe einen sehr, sehr direkten Draht zu Frau Hartmann und zu Herrn Petermeier und ich kann Ihnen sagen, wir können auch sehr lange Antworten und sehr, sehr ausführliche Antworten liefern und das machen wir sehr gerne, weil wir wollen, dass Sie verstehen, wie wir denken, wie wir ticken und wie diese 17% plus dieses Jahr bisher zustande gekommen sind. Und damit möchte ich die Digitalpräsentation beenden. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie auf uns zu. Wir antworten. Wenn Sie Gelder haben, um nachhaltig zu investieren für Ihre Kunden, kommen Sie auch auf uns zu. Ich habe noch keine Diskussion mit Frau Hartmann geführt, dass wir den Fonds jetzt soft oder hard closen müssen. Ich denke mir, da haben wir noch eine ganze Menge an Kapazitäten, die da möglich sind. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag heute. Jedenfalls in Frankfurt scheint die Sonne. Und ich freue mich auf den nächsten Kontakt. Vielen Dank.